Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Starfield, hier auf meinem Kanal, auf dem gepanzerten Transporter mit und ohne Schwerkraft, wie ihr gerade so richtig schön demonstrativ sehen konntet. Ja, und bevor wir jetzt hier weitermachen, eine kleine Anekdote eines Let's Players, der kein Profi ist. Ich habe diese Folge fast, ich habe dieses Ding hier schon beendet gehabt, ja, das nehmen wir noch mit. War hier, also ich habe diese Folge aufgenommen quasi im Prinzip und habe meinen OBS nicht beobachtet und habe da auszusehen Szene aktiviert gehabt und mein Bild war die ganze Zeit schwarz und ich habe nur meinen Ton aufgenommen. Ja, was gar nicht so schlecht ist, denn jetzt weiß ich, was ich hier zu tun habe und ich weiß, dass man leider diesen Transporter auch nicht übernehmen kann, was ich gerne gemacht hätte, weil der ja riesig ist. So richtig weiß ich auch nicht mehr, wo schon wieder alles war. Also ich weiß die Wege, ich weiß, was passiert. Also es war so eine gute Folge, ohne Mist. Und dann sehe ich, dass da der Monitor schwarz ist von der Aufnahme und das ärgert mich richtig. Aber nichtsdestotrotz spiele ich die nochmal mit euch. Dann waren das eben 45 Minuten umsonst. So, alles klar, wir brauchen ja hier nicht weiter. Wir müssen da hoch. Na komm schon. Ich werde jetzt auch die Lampe anlassen. Ist die Lampe an? Wieso rumschweben? Das blendet zwar manchmal dann. Oh, nicht vorbei. Komm schon. Der Fahrstuhl hier ist kaputt. Da geht's nicht weiter. Das heißt, wir müssen tatsächlich, glaube ich, da unten irgendwo weiter. Oder war das hier? Ich muss jetzt echt mal wieder überlegen. Nein, ich bin auch bei der wohin? Am Anfang schon so rumgeirrt hier. So, wir müssen auf jeden Fall durch den Generator durch und. Also wenn ich dann dort bin, dann finde ich es auch wieder. Aber jetzt ist gerade ein bisschen schwierig. Hier geht es nicht weiter. Ich glaube hier unten, hier hinten links. War hier nicht noch einer? Ah, den haben wir schon weggemacht. Müssen wir mal zwischendurch ein bisschen gucken, dass wir nicht Zeug verschenken. Wo war denn das jetzt? Jetzt bin ich selber ein bisschen perplex. Muss noch irgendwo da runter. Na! Ah nee, wir mussten hier da hoch. Wo bin ich denn jetzt? Ich das letzte Mal auch lang? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ah nee, Schmuggelware. Ja, das ist das nächste. Wo ich so die letzte Folge aufgenommen habe mit dem schwarzen Bildschirm, da ist mir eingefallen, wir waren doch auf dem Wolf-Planeten und ich weiß nicht, sind wir da gescannt worden oder nicht. Ist mir auch egal. Ich nehme diese scheiß Schmuggelware jetzt mit und werde diese zur Not auf meinem, wenn ich sie nicht abgeben kann, das können wir auch zusammen probieren, mit Speichern vorher, dann landen auf dem Wolf-Planeten vielleicht. Und. Wenn das nicht geht, dann werde ich diese Schmuggelware bei mir auf meinem Außenposten bunkern, bis ich rausgefunden habe, wie das funktioniert. Aber im Moment erschließt sich mir das noch nicht. So, was machen wir denn jetzt? Der hier funktioniert gar nicht. Der könnte hier drinnen gehen. Der geht draußen. Der geht auch draußen. Ich würde sagen, wir nehmen den. Einmal. Ja, wir haben von dem einen haben wir mehrere. Haben wir einen Doppelten, der hier geht? Nee, das heißt, wir müssen einen von dem einer... Nee, da... Ja, das ist aber bescheuert jetzt. Hier ist auch ein Doppelter, aber warum geht der nicht? Ja doch, der geht doch. So, der Doppelte ist drin. Jetzt schlägt er mir den vor. Der würde nicht gehen. Der würde gehen. Dann nehmen wir den auch. Ja, wir müssen den Einser nehmen, jetzt. Wieso funktioniert das nicht? Warum macht er das nicht? Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht, glaube ich. Ah nee, doch, funktioniert. Oh, jetzt wird's blöd. Der geht nicht, der geht auch nicht. Ah! Ich will die Schmuggelware. Ah, das ist Experte. Ja, das ist dann schon ein bisschen mehr mit Nachdenken, gell? So, nochmal von vorne. Verflucht.
Die würde ich schon gerne rausholen da, die Schmuggelwache. Das habe ich beim letzten Mal, wo ich das eben gespielt habe, mit der Aufnahme, die ich verkackt habe, nicht hinbekommen. Also nicht hinbekommen, sondern nicht gefunden, das Ding hier. So, jetzt sind wir hier drin. Einmal. Im nächsten brauchen wir das. 1, 2, 3, 4. Ein 1, 2, 3, 4er, der im nächsten passen würde. Das könnte der hier sein. Nee, ist er nicht. Der passt innen. So, und jetzt würde ja der Hä, wieso ist der jetzt da nicht da reingegangen? Das erschließt sich mir jetzt gerade nicht. So, jetzt sind wir hier drin. Der würde hier wieder passen. Der nicht. Das ist doch jetzt genauso, wie ich es eben gemacht habe. Ja, und jetzt kommt er mit so einem Mist hier. Da passt nämlich jetzt wieder keiner mehr. Zum Schluss brauche ich auf jeden Fall einen mit 1. Boah, ich hau hier die Digi-Dietriche weg. Das ist nur so Krach. Das ist nicht gut, was ich hier tue. Der wäre hier. Der wäre außen. Das wäre fürs nächste. Der, also die 1er darf ich auf jeden Fall jetzt noch nicht verschwenden. Den Zweier. Und den Einser-Teilen habe ich nur zwei Stück. Und ganz zum Schluss brauchte ich ja noch einen. Also entweder der oder der. Der passt aber auch in den nächsten dann wieder. Und der passt ja nur außen. Jetzt nehmen wir den. Der passt überall. Jetzt wird's bescheuert. Der passt außen auch wieder innen überall. Eine nur Zweier. Brauche ich noch einen nur Zweier dann? Scheiße. Der Einser, der passt außen. Ich habe das noch nicht kapiert, wie das funktioniert, dass der einen Schritt weiter reingeht dann. Also den Ring wegmacht. Den Zweier könnte man nämlich auch hier nutzen dann, falls nichts anderes mehr passt. 1, 2 zusammen. Haben wir das hier? 1, 2 zusammen da. Und der hier. Jetzt probier's mal so. Der passt nur außen. Dann sollten wir den jetzt hier nehmen. Jetzt haben wir noch 3 mit 1. Aber er macht den Ring ja nicht weg. Das war ja eben schon so. Was soll denn das? Warum macht er das nicht? Ah, Moment. Muss ich jetzt hier durch? Das ist doch ein Scheiß. Jetzt habe ich ja... Ja, und da ist das Problem. Jetzt habe ich wieder... Das ist doch... verstehe ich nicht. Das kriege ich irgendwie jetzt gerade gar nicht geknackt. Kann ich das nicht automatisch machen? Automatisch Platz 2b. Ich probiere das mal. Automatisch platzieren einmal. So, jetzt haben wir die drin. Jetzt sind es noch 2. Der passt außen. Der passt gar nicht. Das ist doch ein Scheiß. Ich komme hier nicht weiter. Das könnt ihr vergessen. Ich komme hier nicht durch diesen Ring. Wieso nicht?
Der passt noch hier. Ja, und jetzt habe ich wieder den einen. Also das ist doch, was ist denn das für ein Mist? Und wieso kann ich nur zweimal automatisch platzieren? Das ist ja bescheuert. Also jetzt habe ich noch 9 Digi-Dietriche. Das mache ich nicht. Ja, ist mir egal. Das ist mir zu hart. Das kriege ich nicht hin. Das ist ja brutal schwer. Ja, ich probiere es halt noch. Ich will das jetzt, wenn ich meine Digi-Dietriche weghaue, dann sind sie halt weg. Aber das Rätsel ist mir echt zu hart. Wenn ihr wisst, wie ich das machen muss, dann sagt's mir. Aber ich sehe doch, ich verstehe das so, dass wenn einer außen nur passt, ganz außen, dann ist es ganz klar, dass ich den außen nehmen muss. Der passt innen noch. Der passt hier überhaupt nicht. Der passt außen nicht, da passt er. Einer weg. Ja, der passt hier und dann eins drin auch wieder. Jetzt probieren wir es mit dem mal. So, der passt hier nicht. Der passt hier. Der auch. Der passt auch innen noch. Der passt gar nicht. Der würde hier passen. Der würde hier passen. Innen drin ist ein 1, 2, 3, 4. Ich hätte ja gesagt, wir probieren das mit dem. Ja, und jetzt wieder in den... Warum geht der Ring nicht weg? Das ist was ich nicht kapiere. Zack, jetzt sind wir hier drin. Der würde hier passen. Aber der nicht. Und das Problem ist, dass so ein Dreier-Teil mich nicht reinlässt, glaube ich. Verstehe ich das richtig so? Ja, das wird so sein. Jetzt brauche ich den Zweier. Den hier. Ah, jetzt hat es doch funktioniert. Ja, gut. Sagen wir die Schmuggelware auch. Was ist das wert? 14.000. Ja, wir nehmen sie ja jetzt. Nehmen wir sie ja mit. Deswegen, wegen der Kohle. Alles nehmen. Ja. So, dann schweben wir mal davon. Von der Schmuggelware hier. Solange wie die Schwerkraft noch aus ist. Ist ja gar nicht schlecht, das hätte ich. Auf jeden Fall waren wir hier nicht richtig. Ja, gut. Dann ja doch. Es muss ja hier weitergehen irgendwo. Da oben. Verflucht, wo ist denn hier die Tür oder irgendwas? Ich bin doch nicht bescheuert. Da war ich dran, gell? Ja, hier bin ich schon rumgeschwebt. Ja, diese Schwerkraft, Mann, das macht einen fertig. Mal ist er da, mal nicht. Ah, hier ist so eine Tür. Da geht's weiter. Oh, da auch nicht. Oh, da. Da ist gar nichts, das ist einfach nur so. Huch, sag mal, ey, so dumm habe ich mich doch vorhin nicht angestellt. Oh, hier ist noch ein Safe. Einsteiger. Oh je, Mine. Ah, das sollten wir jetzt hinkriegen. Zack, zack, zack. Der passt außen nicht. Der passt außen. Und der passt außen auch. Dann nehmen wir jetzt den. Der passt hier nicht. Der würde passen. Der nicht. Dann muss man den nehmen. So, der passt. Der passt auch. Ja, Credits, her mit. 5 Erfahrungspunkte, wir haben was geknackt. Ja, der wollte mich einfach, der wollte mir den Weg noch nicht zeigen, damit ich nichts vergesse hier. Weil ich bin nicht, das gibt's doch nicht da. Wie geil ist das? Ein Spielzeugflugzeug, Space Shuttle, das nehme ich mit. Das will ich haben. Da geht's zur Frontier. Das muss doch hier weitergehen. Ich bin doch nicht bekloppt. Da unten dann demnach. Nee, die können wir nicht aufmachen, die Tür. Die ist noch verschlossen. Du bleibst da.
Nehme ich mit. Ey, die habe ich alle noch gar nicht gelootet. Den schon. Nur noch mal schnell scannen hier. Nicht, dass hier irgendwo noch was Wertvolles rumgooft. Ist nicht. Dann geht's hier weiter. Genau. Ja, hier hinten dann. Alles gut. Hier waren wir ja schon dran an denen. Ist ein bisschen verwirrend hier. Ist ein bisschen verwirrend, ist gut. Sag mal, ich, das gibt's doch nicht. Wo ist denn die Tür? Jetzt bin ich total, jetzt hatte ich große Schnauze gehabt, dass ich das Level gerade gespielt habe und dass ich dann schneller mit euch durchspielen kann. Ja, vom Wegen. Wie stelle ich mich denn gerade an? War da, der war doch irgendwo war eine Luke, die ich aufmachen musste, nach oben. War das hier? Genau, so war es doch. Scheiße. Boah, jetzt musst du das wieder finden, nachdem du hier schon rumrennst die ganze Zeit. Da, alles klar, scheiß Luke. So, jetzt müssen wir nämlich hier hoch. Und jetzt geht hier nicht runterfallen. Weil hier oben rein müssen wir. Los, Schwerkraft aus! Genau so. Wir können Wände gehen, Wände hochgehen. So, hier müssen wir rein. Jetzt sind wir richtig, hier geht's weiter. Gab's hier was zu finden noch? Gab's nicht. Du hast von hinten ein paar vor den Sack gekriegt. Hier war, glaube ich, dieser komische. Genau, Doktor. Mit Credits. Der sieht nicht ganz gesund aus, wenn ihr den mal eintauchen wollt hier im Gesicht. Aus wie so ein Zombie. Hier, hier Schnauze! War hier noch was zu holen bei dem? Bei dem Doc? Ich glaube nicht. Ah, hier ist noch spinnend. Können wir nochmal reinschauen. Gibt's aber auch nichts zu holen. Ja, dann schweben wir mal weiter hier. In unser Verderben. Ja, die finde ich auch witzig, diese Dinger. Ah, genau, hier drüben. Dieser Anzug. So ein Aussteller, das möchte ich auf jeden Fall in meiner Basis haben. Ich glaube, der Anzug an sich, der Tiefminen, der war gut, der Rest ist Müll. Ja, genau, hier war noch so ein Helm drin, das war auch nix. Und das hier, das kann man irgendwie nicht nehmen. So, die Quartiere von denen hier. Ist immer witzig, wenn die Schwerkraft da ist, kannst du mal schnell gucken. Zack, zack, zack. Ist da was, ist da was, ist da was? Nein, da ist nix. Ah, hier. Snake, oder? Also von früher. Ein Ode an Snake, hätte ich gesagt. Irgendwo war noch ein Computerterminal, glaube ich. Ist ja schon vorbei? Du hast voll den Stress hier, weil sie immer wieder anfängt rumzuschweben und du dann nicht mehr schnell vorwärts kommst. Du musst da übelst aufpassen. Ich dachte, wo war denn dieses... Hier war doch irgendwo ein Computerterminal.
War das hier oder kommt das später hier unten? Naja. So, hier unten kriegen wir jetzt auch gleich wieder Gegenwehr. Ich kann es ja sagen, also wie gesagt, ich habe dieses Level gespielt schon. Ich war da schon durch. Hier kommen wir nicht rein. Licht aus. Und da hinten ärgert mich gleich einer so richtig. Mit was habe ich denn gemacht? Mit der Grendel und dem Scharfschützengewehr? Ich probiere es mal mit dem Scharfschützengewehr. Wo es mich aber auch hinhaut. Komm, lad nach, solange wie ich rumschwebe. Der hält echt was aus. Das bringt nichts, das Ding. Das habe ich das letzte Mal schon gemerkt. Ich treffe den kritisch, aber die Knarre, die hat halt wenig Schaden. Das ist... Müssen wir anders machen. Komm schon. Ja, versuch das nochmal. Dann haut er mir gleich mal den Sack. Meine Knarre war leer. Ich muss jetzt mal nachladen. So, jetzt sind wir wieder im Schwebemodus. Der ist hin, oder? So, jetzt ist er hin. Alles genommen. So, jetzt sind wir gleich wieder am Schweben. Wir müssen aufpassen, dass wir hier kein Computerterminal vergessen. Ich glaube, das war das hier. Alles klar. Jetzt geht doch dran da. Weil hier können wir nämlich eine Türsteuerung öffnen. Das machen wir jetzt auch. Und ich glaube, das ist die Tür zum Lager. Oder nein. Dann war das die noch nicht. Irgendwo ist noch eine andere Tür. Ach genau, hier. So, wir müssen jetzt warten, bis das Ding die Schwerkraft wieder einsetzt, weil damit ist nämlich dieser Schwerkraftgenerator aus. Und wir müssen da durch. So, dann kriechen wir hier mal durch. Zack, zack, auf geht's. Jetzt sind wir hier drüben drin und wir müssen, glaube ich, hier runter. Solange wie die Schwerkraft noch ist. Los, runter da. Bella. Bremsen. So. So, hier müssen wir hin. Nee, nicht hier hin. Das ist wahrscheinlich der Defekte hier. Warum die Schwerkraft immer aussetzt. Und wir haben die Türsteuerung nämlich für das hier aktiviert. Dass wir hier weiterkommen. Jetzt muss ich selber wieder überlegen. Da müssen wir hin. Diese Tür müssen wir noch aufmachen. Erledigt. Da geht sie auf, die Tür. Und das ist nämlich das Lager, wo wir müssen. Und das ist, gleich, ich glaube, ganz am Anfang. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg wieder zurück. Das versuche ich jetzt so schnell wie möglich. Aber irgendwo, das eine Schmuggelgut habe ich ja schon gefunden. Es gibt aber, glaube ich, noch eins. So, aber man kann auch so drüber laufen. Das ist ja noch besser als das Rumgeschwebe. Naja gut. Ey, mach dich da durch! Junge, bleib da nicht kleben! Ich habe irgendwo noch ein Schmuggelgut gefunden gehabt. Wohin? Das eine eben, das war ein Extra. Das hatte ich nämlich nicht gehabt. Frag mich lieber, war das auch hier? War das da unten?
Synergy? There's no E in Synergy. War das hier? Ne, hier haben wir angefangen. Wo habe ich das andere Schmuggelgut gefunden? Verflucht. Das würde ich jetzt... Ah, das war hier unten im Lager. Das war, glaube ich, in dem Lager mit drin. Hat mich da jetzt jemand gehauen? Nee. So, dann schweben wir mal in den hier Lager hinein. Und jetzt ist es ein bisschen tricky. Ich habe hier am Anfang alles abgesucht, hier unten. Und habe gedacht, hey, sag mal, was wollt ihr mich veräppeln? Man muss hier hoch. Irgendwo hoch. Wo war das? Nein, nicht da hoch. Hä? Da bin ich doch jetzt rein. Hier hoch müssen wir. Alles gut. Wenn die Knarre jetzt eigentlich wegpacken. So, und hier sind die Türen. Hinein da. Komm schon. Ja, das ist ganz gut, weil das habe ich... Nein, nicht runterfallen. So. Dann nehmen wir den ganzen Krempel mit hier. 4.076 Credits. Jawohl. Aber irgendwo war hier noch Schmuggelware versteckt. Guter Mist, wo war das? War auch so ein extra Ding. Konnte man hier noch weiter hoch? Weil die Tür ist kaputt, die kannst du nicht aufmachen. Und hier drüben, da brauchst du Experte. Ah, dieses ist zu schwierig. Da kommen wir leider nicht rein. Aber das war nicht hier. Die Schmuggelware habe ich woanders gefunden. War auch nicht hier drin, oder? Guter Mist, also die hätte ich ja jetzt schon... Jetzt hätte ich schon beide gerne, wenn ich es mit diesem Plan verfolge. Bescheuert ist halt, das schwebt auch, das Zeug. Oh, ey, hast du dich jetzt festgeklitscht? Mann, mach mich nicht schwach. Hier vielleicht? Das ist nicht gewollt. Leider nein. Ich habe keinen Dunst, wo das sein soll. Verflucht. Ich weiß, dass ich die gefunden... Was ist hier drin? Nee, 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 nee. Das... Ich denn diese Kack-Schmugglerware gefunden? Oh, das ärgert mich jetzt. Die gibt es hier auf jeden Fall. Hier gibt es zweimal. Zwei Koffer dann demnach. Weil den Koffer, den ich jetzt mit euch gefunden habe, ist ja auch schön. Das war für mich neu. Den anderen, aber ich habe es echt nicht mehr im Kopf. Das war so ein kleiner Raum, wo der war. Techniker. Das war der Weg nach oben. Ja, dann habe ich den hier gefunden? Ich weiß es nicht mehr. So ein Mist, verflucht. Und wegen schnell. Ja, aber so ist es jetzt. Ich finde die jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht weiß es jemand. Da könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben, wo ich es übersehen habe oder wo ich es quasi davor gefunden hatte. Das Schmuggelzeug. Ich war eigentlich der Meinung, das muss hier mit gewesen sein, hier hinten. Also da, wo ich... Muss ich vielleicht mal so hier rumeiern? Na komm schon. Bin ich nicht irgendwo hier unten reingekommen? Ah ne, da war ich ja. Hier ist das definitiv nicht. Ja,
dann... Dann lassen wir das jetzt. Ich gehe jetzt zurück zum Schiff. Wir wollen ja weiterkommen hier im Spiel. Das bringt ja nichts, die ganze Zeit jetzt hier rumzueiern. Oh, das war ein bisschen viel Schub. Jetzt muss ich aber erstmal überhaupt wieder rausfinden, wo wir waren, wo wir hin müssen. Dass ich zu meinem Schiff komme. Ey, sag mal, ich renn schon wieder nur im Kreis rum. Jetzt da hochkommen. Da rein vielleicht. Oh, komm schon. Ey, willst du mich gerade verarschen? Geht's da rein, Typ? Au. Ist echt schwierig, finde ich. Ich will jetzt eigentlich nur noch hier raus. Wer besoffen ist, das ist jetzt das zweite Mal, wo ich das hier mache. Hier vielleicht irgendwo. War das hier irgendwo noch versteckt? Oder oben? Diese Kackschmuggelware, das gibt's doch nicht. Man sieht, erkennt diese scheiß Koffer halt auch immer so schlecht. Hier drin. Ja, nee, nein, das ist auch nicht. Da ist es auch nicht drin. Ihr wisst ja, wie Schmuggelware mittlerweile aussieht. Das sind ja so richtige Koffer und dann steht es auch direkt da. Vielleicht hat das auch sich. Ist es auch anders hingelegt worden, jetzt nachdem ich es neu geladen habe? Ich weiß es nicht. Ja, das habe ich auch noch nicht kapiert hier. Die kannst du irgendwie nicht nehmen, ne? Hier vielleicht bei dem, beim Doc. Hm, auch nicht. Das ist auch falsch. Sag mal, bin ich jetzt total bescheuert? Wie komme ich denn zu meinem Schiff jetzt zurück? Da nicht? Das war, waren wir gerade drin. Da runter auch nicht. Ich bin zu schwer. Jetzt eine Schwerkraft ist ja wieder egal. Oh Leute, ich will jetzt einfach nur noch heim. Das macht mir alles ganz wuschig da. Jetzt müssen wir doch eigentlich hier zum Schiff kommen. So, raus jetzt hier. Ich möchte wieder zur Frontier, bitte. Oh, nicht vorbeischweben. Auf geht's. Ja, mach mal das Ding noch an. Vielleicht sehen wir ja doch noch was unterwegs hier. Ein Koffer mit Schmuggelware, aber ich denke nicht. Nee, nee. Verdammt, das meine ich, dann haut die Schwerkraft rein und haut sie sonst wo hin. Komm schon, da müssen wir hin. Hier bei der Gefängniszelle vielleicht? Und ist da was verschmuggelt? Ein Geld-Credit-Stick, also du bleibst mal schön da. Im Fliegen aufgenommen. Ich habe bestimmt eine Tür übersehen. Irgendwo war vielleicht noch eine Tür. Da oben oder so. Ist mir jetzt egal. Wir gehen jetzt zurück. Auf die Front hier. Das dauert mir sonst zu lange hier. Ich möchte noch was erleben. Knarre weg. Außerdem muss ich noch unseren
Leute, hier ist nicht schwerelos. Warum schwebt ihr hier rum? Oh, Verzeihung. War das dein Magen oder meiner? Bei euch falsch. Ey, sag mal, habt ihr mein Schwerkraftsystem deaktiviert? Ich kann doch auch laufen. Was schwebt ihr hier blöd rum? Ich liebe Kaffee. La 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 la. Ich schieb dich mal ein Stück. Viel besser finde ich es, was über dich zu lesen. Jetzt hängt ihr hier rum. Was ist denn mit euch falsch? Also Bethesda, das ist halt typisch. Ja, gefällt mir. Ich nehme mal Digi-Dietrich mit. Ich habe ganz schön viele versaut. Doch heute mal was komplett Neues. Ja, schwebt ihr mal ein bisschen hier rum schön. Das macht euch ja Spaß, wie es aussieht. Eieiei. So, erstmal muss ich mich entladen hier. Den dicken Pen hatte ich ja diesmal nicht mit. So, Waffen weg. Was? Zack. Zack, zack. Alle. Raus mit dem ganzen Scheiß, den ich nicht selber nutze. Tiefminenhelm weg. Der kam weg. So, was ist denn hier das Wertvollste? Der, den ich nicht aufhabe. Wieso sind die so wertvoll, die Dinger? Weg. Weg, weg. Den Tiefminenhelm verkaufen wir auch. So, Outfit, Ledertaschen. Und das, ja genau, das habe ich mir das letzte Mal angezogen. Das kann weg. Das Ledertaschen-Outfit. Das packe ich mir oben rein. Raus, raus. Munition heben auf. So, dann ist es hier wieder ein Haufen Zeug, was ewig viel wiegt. Raus mit. Sind wir bei 101 noch. Sonstiges, da ist ja auch... Ja, Schmuck... Ich habe doch zweimal Schmuggelware jetzt. Schriften von Vauarun des Konzerns. Okay, wir dürfen definitiv nicht landen gehen. Digi-Dietrich und das Space Shuttle Spielzeug, das will ich behalten alles. So, das können wir raushauen. Die Taktiken der Vanguard. Was ist denn hier wieder am schwersten? Masse. Die Alien-Dinger wollte ich auch bei mir oben reinpacken. Die Alien-Brühe hier. Das wird verkauft. Also Weinzeug verklopfe ich alles. Alles das, was die Regeneration runter macht. Minus 10% für 3 Minuten. Nein. Ein Sekt kann auch weg. Das wiegt ja nicht wirklich viel. Wieso bin ich denn bei 99 noch? Irgendwas habe ich noch nicht ausgepackt. Die Dinger. Die Spielsachen da. Echt jetzt? Die Kleidung noch hier. Kommt noch weg. Ja. Also warum ihr hier rumschwebt, ich schieb dich mal weg. Ist mir ein Rätsel. Ich kann doch auch laufen. Also irgendwas stimmt hier nicht mehr mit euch. Ihr seid schon ein bisschen komisch. So, riesiger ja, Pen, dich brauche ich auch gleich noch. Ja, und hier habe ich Miezekatzen verkauft, dachte ich. Kleidung. So, die Frontierkleidung, die ziehe ich dann an. Das kommt... Oh. Nein, mein Hut behalte ich. Und sonstiges, das Space Shuttle kommt da auch rein. Genauso wie... Ach, das sind 5 Stück? Pack mal auch alles da rein. Digi-Dietrich behalten wir. Das kann ich nicht, weil es ein Questgegenstand ist. Geht das nicht? Jetzt sind wir auch wieder bei 75. Alles gut. Jetzt passt das auch im Gewicht. Aber wir sollten uns was anziehen, weil ich möchte hier ungern jetzt ohne Kleidung rumrennen. So, passt das doch viel besser. Sieht doch gut aus. Jawohl. So laufen wir durch die Gegend hier. Und mein lieber Fan, du kommst jetzt auch nochmal zu mir. Du hast nämlich auch noch einen Haufen Scheiß in deinen Taschen. Das müssen wir leer räumen, bevor wir hier zur nächsten Mission starten. Dein Haus ist bestimmt ein wahres... Ja, bitte. Der Tauschhandel mit dir. Mann, jetzt ist gut. Waffen her. Die muss ich auch gleich wieder alle rausschmeißen dann. Oh. Braucht er nicht.
So, was hast du jetzt? Du hast jetzt eine Schrotflinte, du hast einen Kammerjäger, Grendel-Ding. Die brauchst du auch beide nicht so. Anzug, Deep Raccoon, den behältst du. Das kommt weg. Das kommt auch weg. Du brauchst eigentlich nur noch einen Deep Raccoon-Helm, dann wärst du voll ausgestattet mit einer Rüstung. So, und du, mein Lieber, du kriegst jetzt von mir verbraten, das habe ich das letzte Mal auch gemacht. Das. Das Neon-Tänzer-Outfit, das ziehst du jetzt an. Und den Rest verkaufen wir. So, bist du auch schon ziemlich leicht. So, Minen haben wir weg. Kleidung, Munition, Erste Hilfe, ja, das behältst du. Das brauchst du auch nicht. Moby Dick auch nicht. Nicolas, Nick Libby brauchst du auch nicht. Ressourcen, die kommen auch alle ins Schiff. Und somit bist du schon wieder fast komplett leer. Sonstiges. Bilderrahmen kommen weg. Das behalten wir, das möchte ich mir ausstellen. Das auch hier, den, mein Freund Wilby. Den Ordner hauen wir weg. Die zwei Katzen. Ich finde die so geil. Die Katzen sind so gut. Wer kommt denn auf sowas? Die Space-Katze. Aber ich glaube, da reicht eine. Die Zigarettenpackung, die Geräusche. Kommen auch alle weg. Und die auch. So, den Rest behältst du am Mann. Bist du ausgerüstet? Für die nächste Mission. Ich muss halt immer noch lachen. Es ist. Komm eine Weile mit mir. Bin direkt hinter dir. So, mein Hübscher. Zeig dich mal. Ja, genau. Du bist auch einer, der hier nicht laufen kann. Lass hören. Oh, Entschuldigung, ich bin ans Mikro gekommen. Das wird witzig, wenn wir mit dem durch die Städte laufen jetzt. Das ist wahr. Ah, hier. Du weißt, wie es läuft, Vasco. Das Indigo-Protokoll verbietet alle Trödeleien, Träumereien, Tändeleien. Also jeden Spaß. Außer diese Trödeleien, Träumereien und Tändeleien sind, was allein Sarah entscheidet, zwingend nötig, um dieses erstklassige Schiff, die Frontier der Discovery-Klasse, heil wieder nach Hause zu bringen. Streng genommen leihe ich es mir nur von der Constellation, auch wenn ich nicht vorhabe, es zurückzugeben. Ja, das ist schon so ein Typ hier, der Barrett. Deine Tasche ist voll. Gehört das zu deinem Trainingsprogramm? Ja, gehört es. Ich will mal kurz den Status gucken bei uns hier. Inventar. Nee, Status. Sag mal, wo könnte ich den Status konnte ich da raufrufen hier? Da. Oh, wir sind bald Level 14. So. Kann ich helfen? Nein, kannst du gerade nicht, Sarah. Bleib da einfach sitzen, mach deinen Job. Aber was jetzt wichtig ist, wir speichern jetzt ab. Jetzt. Und wo ich nämlich gespeichert habe, genau hier an diesem Punkt habe ich gesehen, nach auch 45 Minuten waren es da. Jetzt sind es knapp 44. Es hätte schneller gehen können, ich weiß. Aber ich habe mich ja wieder verirrt, da drin in dem scheiß Schiff, in dem gepanzerten Transporter. Da habe ich dann auf die Aufnahme geguckt und habe gesehen, sie ist schwarz und habe nur meinen Ton aufgenommen. Jetzt ist sie definitiv nicht nur schwarz. Das ist gut, das freut mich, Spiel gespeichert. Wir setzen uns mal hin auf unser Schiff, docken ab von diesem gepanzerten Transporter. Mach's gut, gepanzerter Transporter, im Dunkeln mit schwebenden und nicht schwebenden Sequenzen. Das hat Spaß gemacht, das war echt gut. An den Schleusen, Luftdruck, Antrieb, alles bestens, Captain. Also an den Missionsdesigner ein großes Hut ab. Das hat echt Spaß gemacht. Wo ist es denn, das Ding? Da. Wer sich das hat einfallen lassen, war echt super. Aber jetzt guckt euch doch mal das Ding an. Wie riesig das ist. Ich wäre so gerne da vorne reingekommen. Und hätte das... Ey, das ist ja Wahnsinn, das Teil. Stell dir mal vor, wir könnten mit so einem Ding rumreisen und landen auf dem Planeten. Aber es scheint einfach nicht zu gehen. Das ist nicht gewollt. Das ist einfach nur so eine Mission. Und fertig. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. War richtig gut. So, aber jetzt Mission Log. Wir sollen hier hin. Auf diesen Planeten. Und ich hoffe, wir können da jetzt landen. Einfach so. Ich meine, das geht schon. Und ich darf definitiv nicht vergessen, wenn in der nächsten Folge danach... Halt, hier müssen wir hin.
in der nächsten Folge danach. Ja, Core Sizzling. Ich will die scannen. Ich möchte da landen. Jetzt. In der nächsten Folge danach, wenn wir zum Wolfsystem zu gehen, auch nochmal zu speichern. Und wenn das dann nicht funktioniert, wenn die uns das Schmuggelgut abnehmen, da auch, dann schmeiße ich das erstmal auf meinen Außenposten und bunker das Zeug zwischen, weil dann verliere ich es nicht. Ei. Landestützen bereit. Bremsraketen aktiv. Weil das hat mich mega geärgert jedes Mal, wenn ich dieses Schmuggelgut gefunden habe und ja, dann hat er mich verhaftet. Das brauche ich nicht nochmal. Was ist denn mit euch falsch? Hier, Fenn, du kommst eh mit mir. Wie geht es da raus? Was willst du nur noch da oben? Ich weiß, irgendwie ist das dein Lieblingsplatz. So, und hier können wir jetzt laufen. Hallo, Captain. Ja, da bist du. Ich sag's auch mal einen Anzug an, ne? Ist ja ein bisschen peinlich, deine Unterhose und deine Underwear, ne? Naja, auf geht's. So, wir müssen da rüber. Aber nicht mit der Knarre. Gehen wir mit der Crandall vorne weg. Du läufst. Bin ich immer noch zu schwer? Oh, ich bin doch ein Trottel. Ab zum Schiff. Aber ganz schnell. Ich muss das Zeug doch rausschmeißen von dem riesigen Fan. Kann ich jetzt schon aufs Inventar zugreifen vom Schiff auch? Es wäre ja zu schön gewesen. Tatsächlich reingehen. Ja? Nein. Aber jetzt geht's. So, wir hauen mal schnell alles noch raus. Die Anzüge. Die zwei behalte ich. Kleidung, das kann weg, das kann weg. Munition behalten wir, alles am Mann. Wir sind noch bei 108, hey. Raus damit. Ah, das wiegt halt viel, die Ressourcen. 77, das sieht schon ganz gut aus, sonstiges. Den scheiß Ordner weg. Die Miezekatze, die bleibt hier. Das ist mein Glücksbringer. Die Zigaretten raus. Die sind zwar nicht schwer, aber trotzdem. Digitaler Bilderraum kann auch weg. 8 Digi-Dietrich habe ich bloß noch. Das ist nicht mehr viel. Jetzt sind wir bei 76. Unser Riesenfan ist auch leer. Ja. Sollte gehen. Also gleich wieder raus hier. Und dann eben jetzt neu. Captain. Ja, aber... Oh, sind da oben? Unbekannt. Ja, wir machen erstmal das Hauptziel, aber das werden wir nicht mehr in der Folge schaffen. Wir sind jetzt schon wieder bei 50 Minuten. Ja, dafür habt ihr diesen gepanzerten Transporter jetzt gesehen. Oh, wir haben hier wieder wenig Schwerkraft. Oh, was gibt's denn hier zu holen? Eisen! Oh, wir brauchen doch Eisen! Eisen müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, weil... ich das für meinen Basenbau brauche. Oh, da müssen wir aber hier auf dem Planeten nochmal ein bisschen farmen gehen, glaube ich. Oder wir bauen hier auch noch einen Außenposten, dass wir Eisen haben. Zum Schnellen irgendwie. Hier ist ja richtig Eisen am Start. Welch epische Musik. Wo ist mein riesiger Fan? Schämst du dich? Hä, wo? Sag mal, was ist mit dir? Ich hab schon gedacht, du schämst dich hier wegen deinem Outfit. Ich würde jetzt sagen, du bleibst jetzt erstmal hier. Oft denke ich. Hier? Genau hier? Ja, genau da. Wie wäre es mit da drüben? Nein? Nein? Hier? Ja, genau hier. Du bist der Held von Vectera. Dein Wunsch ist mir Befehl. So. Du bleibst jetzt hier stehen und ich hole dich nachher, wenn ich zu voll bin. Oder zumindest, wenn ich hier außen erstmal alle ausgeschaltet habe, weil die
Da geht's nämlich schon los. Da ist ein Ecliptic Soldier. Verdammt, das ging nicht. Warum kann ich da nicht durchschießen? Oh, und da ist ein Roboterhund. Die sind echt widerlich. Das ist ein 5er Ecliptiker. Komm ich da nicht irgendwie von hinten ran? So, unsichtbar machen, komm. Laden wir da mal unsichtbar nach, dann sieht er mich nämlich nicht. Verdammt, nicht dahinter laufen, da kann ich nicht treffen. Haha! So, diesen hässlichen Hunden kriegen wir auch nicht. Aber das war wahrscheinlich nicht der Einzige hier. Mal ein bisschen außen rumschleichen hier. Übrigens, an den Dingern hier kann man auch Ressourcen klauen. Was haben die hier abgebaut? Jetzt hätte ich große Fresse gehabt und dann ist nichts drin. Irgendwo muss einer in der Nähe sein, weil ich war kurz verborgen, richtig, und dann wieder so ein bisschen angekratzt. Ah, das ist riesig hier, das Gelände. Hier läuft was. Da unten läuft eine Ecliptiker rum. Da steht auch einer. Also, so aus dem Hinterhalt hat es da mal laut geknallt. Und das macht auch einfach Spaß. Was ist so ein Schatten? Da will ich so... So, du darfst auch noch einen nehmen. Ja, da holen wir so uns... aus dem Hinterhalt hier, so langsam. Aber so ein bisschen schimmernd als unsichtbar. Oh, ja, den können wir uns auch noch holen. Ja, dann ging es da doch nach hinten los. Nix. Ihr wisst doch gar nicht, wo ich bin. Oh, 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 was war das? Da fliegt alles an mir vorbei hier. Ja, verdammt, aber ich habe ein paar weggenommen, so. Jetzt sind natürlich alle alarmiert, jetzt wissen sie, wo ich bin. Scheucht sie auf. Angriff. Oh, hau ab, du Scheißhund. Bringt es zu Ende. Die schlitze ich, Junge. Wenn du so nah kommst. Wo ist dieser Scheißhund? Ach du Scheiße! Das tut leid! Die Schwerkraft macht mich ja wahnsinnig! Wie kriege ich den Köder weg da oben? Dieses Kackhund! Mit was schieße ich dich denn kaputt? Schneller, komm! Damit! Er hat einen kritischen Schuss an den Hintern gekriegt, das ist ganz gut. Ich muss nachladen. Oh, bevor der mich anhüpft hier. Oh, Scheiße! Schon wieder nachladen! Der hat irgendeine Waffe auf den Arsch! Lad nach! So, das war's für dich. Oh, und immer am Ende der Folge. Mein riesiger Fan. Bleib du mal schön dahin stehen, das ist gut so. Nämlich mit dir, da falle ich nur auf. Oder auch allein. So ein Mist. Lass die sich mal wieder beruhigen, ey. Ah, das war dieser scheiß Turm. Das sind die Geschütztürme, deswegen. So, da ist er weg. Da hat er aber noch einen Turm geschossen gehabt, oder? Eieiei, das ist richtig voll da hinten, die Hütte. Was? Hm. Ich glaube, das müssen wir im Nahkampf machen. Oh. Ah, der ist schon weg. Ist der schon weg? Nee, ist er nicht. Hahaha. Damit hast du nicht gerechnet, hä? Ich kann hier rumchatpacken. Wir müssen mal Deckung gehen hier, wenn die hier so wild auf mich schießen. Eieieiei, das tut aber weh. Ja,
Kann ich so speichern, wenn wir in Gefahr sind? Ich glaube, das geht gar nicht. Ich würde sagen, hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Es hört mit Action auf und beginnt mit Action. Also, ihr werdet Spaß haben. Komm, speichern. Geht das? Ja, einmal neu, bitte. Spiel gespeichert. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und vielleicht ein Abo für die nächsten Folgen. Ich bin raus und habt einen schönen Abend, wie immer. Tschö mit Ö. Auf meinem Kanal. Also, das Spiel ist gut. Das macht einfach Fun.